Eine Webseite erscheint im Browser. Heute lernen wir, was geschehen muss, damit dies passiert. Internet Basics. Dieses Video gehört zur Serie Grundlagen Webentwicklung Folge 3. Damit deine Webseite im Browser aus dem Internet aufgerufen werden kann, braucht es gewisse Bedingungen. Heute wollen wir aufzeigen, woher die Webseite kommt und wie sie ihren Weg geht. Obwohl jeder weiß, was das Internet ist, wollen wir heute die Internetgrundlagen ein bisschen näher kennenlernen, welche für den Webentwickler oder Entwickler allgemein wichtig sind. Viele angesprochene Themen sind wichtig für die Infrastruktur und die Operations. Die Leute, die Netzwerke und Server managen, schauen, dass alles funktioniert. IT. Jedoch hat sich in den letzten Jahren der Begriff des DevOps entwickelt. Developer Operations. Das ist der Entwickler mit der Operations in Personalunion. Wir werden heute kurz darauf eingehen. Ein paar Stichworte zur heutigen Folge. Netzwerk, Server Client Model, HTTP Post Request, Web Server, Protokolle, Nginx, Apache, IP-Adresse. Damit ihr weiterhin über unseren Kanal informiert seid, bitte like dieses Video und subscribe mit der Glocke. Hi, wir sind beim dritten Teil angekommen, Internetgrundlagen. Wir wollen alles durchgehen, wie das Internet funktioniert, etwas über Netzwerke, Protokolle, IP, HTTP, Server Client Model, alles was man so hört in der Webentwicklung. Und fangen wir gerade an. Genau, hier diese Seite, eine alte von Stanford. Fangen wir ganz klein an. Wir verbinden einen Computer mit einem anderen über das Internet. Wir haben die IP-Adresse dazu, hier noch die IP4-Adresse mit jeweils vier Feldern, hier 1, 2, 3, 4, mit Werten von 0 bis 255. Mittlerweile ist auch IP Version 6 vorhanden. Es ist so verbunden, das Computer ist mit einem anderen verbunden mit der Hardware und man hat ein Modell kreiert, um die einzelnen Aufgaben, die diese Verbindung hat, zu erleichtern. Hier haben wir ein Vier-Layer-Modell. Wir wollen aber gerade zum OSI-Modell gehen, das ist das Sieben-Layer-Modell. Und man kann es hier, glaube ich, deutlich kann es in die Größe machen. Schieben mich mal weg. Zu unterst ist der eben der physische Layer, das ist die Netzwerkkarte etc. Dann haben wir den Frames Layer mit dem Data Link. Dort ist die MAC-Adresse etc., das physikalische, die physikalische Adressierung, wo es unter noch die physischen Verbindung geht. Dann beim Layer 3 Packets, das ist der Network, das ist die logische Adressierung, also IP schlussendlich. Und dann kommt der Host Layer und hier fängt schon der Transport Layer an, also sprich TCP. Und oben kommt der Data Layer mit so oberst oben die Application, sprich das, was eigentlich wir sehen, zum Beispiel ein Browser, was ein Browser macht. Also alle Protokolle, alle Spezifikationen, die abgemacht wurden, was von einem Browser zum Beispiel auskommen kann. Das andere sind zusätzliche Layer mit Session und Presentation. Wollen wir hier nicht näher eingehen. Wenn wir weiter schauen, hier ist ein bisschen vereinfacher. Hardware, IP, TCP, Application. Man kann sagen, das wäre noch der Data Layer, das ist unten schon der Physical Layer oder wie heißt es, der Media Layer, genau. Netzwerkinfrastruktur geht meistens so, ist das Endgerät, Computer oder heutzutage Tablet, whatever, geht über Modem, Router, per Wi-Fi-Kabel, über das Telefonnetzwerk zum Provider. Dort ist es über verschiedene Geräte verbunden, DSL und so weiter und so fort.
Und da ist der ISP Backbone, also Internet Service Provider Backbone, der ist dann mit anderen ISP vernetzt und die Verbindung zu einem anderen Computer wäre dann in die umgekehrte Richtung hier. Internetinfrastruktur, eben das sind die großen NSP Network Service Providers und die sind sozusagen verzweigt, verbunden. Jedes Gerät sollte jedes andere ansprechen können. Netzwerk von den lokalen Service Providern, regionalen und so weiter. Die Internet-Routing-Technologie, was heißt Routing? Routing, das Paket, was das IP-Paketchen, was von meinem Computer ausgeht, wo geht es lang, bis es zur Zieladresse kommt. Ich habe, sagen wir mal, eine Zieladresse, hier 5678. Das wäre die Zieladresse, ich würde es gerne erreichen. Wie komme ich von meinem Computer zu diesem anderen Computer? Es geht eben über dieses hierarchische Modell, sprich über das lokale Netzwerk zu Hause, dann über das Netzwerk des Network Service Providers, die miteinander verbunden sind. Und es gibt diese Routing-Tabellen, die sagen, hey, findet ihr diese IP-Adresse irgendwo? Nein, okay, geht eine Hierarchiestufe weiter oben zu schauen, bis diese gefunden wird und diese IP-Adresse erhält dann sozusagen den Ort, wo sich der andere Computer aufhält. Und so geht man hinauf, bis das erste Mal auftaucht und dann wieder hinunter auf der anderen Seite bis zum Zielcomputer. Die IP-Adresse ist ja ziemlich kompliziert, um immer wieder einzugeben. Darum hat man die Domain Names geschaffen, sprich, man muss nur noch den Namen eingeben, google.com, fsfe.org, wenn wir nachsehen. Und diese wird zu einer IP-Adresse aufgelöst. DNS-Service ist so aufgebaut, da ist der zuoberst oben die Root, dann gibt es die verschiedenen Top-Level-Domains, org, gov, edu, .ch, .de, .com. Darunter sind die Second-Level, die Namen effektiv, wenn man sagt Google, dann sind sie unter diesem Google.com, dann sind sie unter diesem, und dann kommen wir schon zum HTTP. Bisher haben wir das physische gesprochen, also wie ist die Verbindung. Die IP ist dazu da, um sich mit anderen Computern zu verbinden zu können. Und dann über den Application Layer kommt dann die HTTP, ist ein Protokoll, das das World Wide Web ausmacht. Und da wollen wir gerade ein Beispiel sehen, wenn wir Free Software Foundation Europe.org angehen und wir machen dann im Browser die Developer Tools auf. Developer Tools helfen uns, die Webseite zu entwickeln, die Webseite zu untersuchen und so weiter. Wir werden später mit dem viel mehr arbeiten. Das machen wir, indem wir F12 eingeben. Unter Netzwerk kann man die Seite zum Beispiel jetzt neu laden. Und sieht hier schon den Request. Das heißt, mit diesem Protokoll HTTP, wir haben das hier in der Adresszeile eigentlich nicht angeben müssen, weil zum Beispiel bei Google Chrome das automatisch geschieht. Hier ist es noch S zusätzlich für den sichere, für das SSL gesicherte HTTP. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich, für das, was ich erklären will, ziemlich gleich. Also man geht auf man schickt einen Request, also Browser, man gibt im Browser die Domain ein und dieser, wenn man auf Enter klickt, generiert einen Request, einen GET-Request. Es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Request-Methoden, die wir verwenden können. Das einfache Herunterladen der Webseite ist mit dem GET und schickt es an dieses fsfe.org. Und man sieht, welche Remote-Adresse schlussendlich herausgefunden wurde. Also es ist diese IP-Adresse und 443, ich muss ein bisschen größer machen, 443 wäre dann der Port, sprich 443 ist der für SSL, also drum HTTPS. Wäre es für HTTP, wäre das nur 80 und 80 wäre sowieso Standard und meistens nicht angegeben.
Die Antwort, die wir bekommen haben, ist wirklich Text. Also sprich, HTTP basiert auf Text. Und hier bekommt man wirklich den Source Code, das HTML, für die Webseite, welches der Browser dann rendert. Und wenn man hier sieht, das ist genau das und das rendert der Browser dementsprechend. Man sieht hier verschiedene Elemente. Das ist natürlich, wenn die erste Text zurückgekommen ist als Response, haben wir sehr viele, zum Beispiel Links, die von dieser ursprünglichen Seite noch zusätzliche Ressourcen eingefordert werden. Hier werden zum Beispiel verschiedene JavaScripte, natürlich das Tiling und so weiter, die Schriften auch angefordert. Also JavaScript haben wir hier, man kann es CSS hier nicht. Das ist wahrscheinlich inline. Und dann Images, das sind die Bilder, die auf der Website verwendet werden. Video hat es nicht. Die Schriften, das wäre fürs PWA, also für die Progressive Web Apps, werden wir nachher sehen. Eins nach dem anderen. Aber das Prinzip ist immer gleich. Es wird jedes Mal ein Request geschickt und man bekommt die Response zurück. Das ist auch die Inkorporation des Server Model, also sprich wir Server Client Model. Wir wissen nur die Domain und die Domain ist irgendwo mit einem Server verbunden, mit einem Webserver. Ich bin der Client mit meinem Browser und ich fordere es an vom Server. Ich muss den Server nicht wissen. Der die Seite programmiert hat, muss wissen, was auf dem Server ist. Und er schickt dementsprechend Sachen zurück. Also, ich bin Client oder mit dem Handy, whatever. Und ich muss irgendwie den Server erreichen, den Webserver, der mir die Webseite, wie hier vereinbart, im HTML-Format zurückgeben kann. HTTP ist nur ein Teil, ein Protokoll des Internets. Es gibt noch andere, SMTP für das Verschicken der E-Mail, Simple Mail Transfer Protocol. Dann gibt es dieses TCP. TCP ist verantwortlich für das Routing der IP-Pakete. Welche Applikation verwendet es? Darum haben wir diese Ports. Das heißt, am Anfang ist nur der Server hat nur die IP-Adresse, aber der Port im TCP dann bestimmt, wo es zu welcher Applikation es dann geht. Das Internetprotokoll selbst. Gut. Das, was wir im Browser machen, können wir auch mit Postman machen. Das ist ein weiteres Tool, welches wir häufiger verwenden. Es ist, habe ich sie, ja, nehme ich diese, Also, im Prinzip sieht es so aus und hier kann man einfach auf diese Adresse einen Request schicken. Das machen wir gerade, zack, und wir bekommen den Text zurück aus RAW. Es ist nur der Text, wirklich Plain Text, zurückgekommen. Machen wir es ein bisschen größer, geht das. Ups. Man kann hier auch Google eingeben, mal schauen, was Google zurückgibt. Sieht schon ein bisschen anders aus, pretty, man kann es auch pretty darstellen und so weiter. Also alles kann man verwenden. Und hier gibt es noch die verschiedenen Methoden, die im HTTP definiert sind. Das wäre zum Beispiel Post, Delete, Patch, man kann alles verwenden. Die Methoden kann man verwenden, um Daten eventuell zu löschen bei gegebener Authentifizierung. Oder Post kann man auch Daten mitschicken. Bei GET kann man keine Daten mitschicken. Bei GET schickt man nur den Request auf die Domain und man bekommt etwas zurück. Bei Post kann man dann deutlich mehr mitschicken. Da kann man den Body mit, JSON-Files etc., Formulardaten, da ist der Unterschied. Und das wollen wir jetzt mal bei MDM mal sehen. Genau, GET-Methode. Man bekommt nur die Daten. Der Head ist dasselbe wie GET. Man bekommt einfach nur den Head zurück, ohne den Response Body.
Post kann man eben Daten zubinden, also mit, kann man Daten mitschicken. Put kann man etwas ersetzen, delete, löschen und so weiter und so fort. Wichtig sind Options, da man etwas mitschicken kann. Trace, wohl selten verwendet. Wichtig bei einem HTTP sind natürlich die Headers. So, Headers. Man kann verschiedene Sachen mitschicken, die im heutigen Web wichtig sind, weil sonst man Fehler hat. Es gibt Vereinbarungen, vor allem zwischen Browserherstellern, die gewisse Sachen vereinbaren, damit das Internet sicherer wird, damit nicht geklaut wird, etc. etc. Schaut man sich eine Webseite von heute an, wie sie aufgebaut ist, ist ein Potpourri von Tausenden von Daten im Hintergrund, die miteinander verbunden werden. Man ruft eine Seite auf, aber es kommen 20 andere, sei es für Werbung, sei es irgendwelche Dienste, APIs und so weiter und so fort. Das einzige Schutz, der zwischen diesen Diensten und dem User, dem Computer des Users ist, ist eigentlich nur der Browser. Und die Browser haben da gewisse Vereinbarungen in den Spezifikationen gemacht. Und hier werden sehr viele davon eigentlich implementiert. Im Browser selbst auch, aber in den Headers muss zum Teil auch der Entwickler schauen, dass diese Sachen umgesetzt werden. Damit wir das Konzept der Requests ein bisschen besser verstehen, das heutige Web ist so aufgebaut, dass man hat einen Webserver und dahinter haben wir verschiedene Datenbanken, Services etc. Sprich, man kann von diesen Services ziehen via ein API. Das heißt, verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Services bieten eine API an, wo man sich verbinden kann. Ein Beispiel hier, das man zum Testen gebrauchen kann, sind so JSON Placeholder, die per JSON Testdaten sein können. Dasselbe könnten wir selbst eine API machen, statt da wir alles statisch in einer Datei verpacken, von diesem Service holen können. Wir können natürlich sehen, das wäre Posts, und wenn wir dasselbe auch mit dem Get holen, natürlich bekommen wir dasselbe. Können wir einen Get-Test, können wir hier Post, und wir schicken foobar. Ja, das könnten wir machen. Nehmen wir Posts, haben wir Post, und Body schicken wir das da. Also nehmen wir Post zum selben. Im Body Raw probieren wir, ob es geht. Send. Man hat es jetzt kreiert. Create a Resource. Und ID, aha, was haben wir als ID bekommen? Und wir bekommen hier ID 101. Und jetzt können wir eigentlich dieses 101 abfragen. Mit Put kann man updaten, Patch, löschen. Können wir später verwenden, falls wir an einer API arbeiten. In der heutigen Zeit wird meistens die Microservices-Architektur angewendet, also eben dieses Mischmasch von Services. Statt einem Webserver wie früher, man hat alles auf einem Server programmiert und alle Dienste kommen aus diesem einen physischen auch Server, ist es jetzt mehr gesplittet, sprich die einzelnen Aufgaben werden separiert. Wir werden das später sehen bei der Entwicklung und weiterführenden JavaScript-Konzepten. Doch es ist wichtig zu wissen, dass man heute statt, man kann alles auf einem haben, auf einem Server, aber man es auch splittet auf verschiedene. Und eben, wie bereits gesagt, und man holt die Dienste bei Gebrauch, spricht man dieses Service dazu. Die Microservice-Architektur hat einen Vorteil, dass man es besser
unterhalten kann, ein so ein Monolith. Ach, so ein Scheiß. Rausschneiden. Nochmal so eine kleine API-Geschichte. Egal woher man zugreift, es gibt diese APIs, verschieden zum Teil. Und die greifen zum Teil gemeinsam auf gemeinsame Services. Wir könnten so Datenbanken oder kleinere Applikationen sein innerhalb der ganzen Applikation. Per REST, das ist die Standardmethode, per HTTP zugegriffen. REST sollte man wissen. Representational State Transfer. Sagen wir mal es auf Deutsch, wenn wir schon einen deutschen Channel haben. Also. Programmierparadigma für verteilte Systeme, insbesondere für Web-Services. Genau, es geht eigentlich um Web-Services. REST hat das Ziel, einen Architekturstil zu schaffen, der die Anforderungen des modernen Web besser darstellt. Dabei unterscheidet sich REST vor allem in der Forderung nach einheitlichen Schnittstellen. Genau, Schnittstelle. Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. SOAP, WSDL, das sind die alten, alten Verfahren. RPC ist das eher neuere. HTTP. Aha, Client-Server-Modell. Kommen wir hier wieder. Caching, bla bla bla. Die verschiedenen, wie sie sozusagen gematcht sind mit diesem REST-Modell. Versionierung, so sehen dann die APIs aus. APIs Endpunkte, also zum Beispiel, den Kunden kann man so holen. Und so weiter. Also es geht eine Sache, eine Spezifikation. Gut. Nochmals kurz, was ist ein Webserver? Man kann beides sagen, es ist Hardware oder Software. Software eher das, was es dann tut, Hardware physisch irgendwo zu sein. Und was es eigentlich macht, vom Client aus antwortet es auf HTTP-Anfragen. Es gibt statische Server oder dynamische Webserver. Wir können sogar selbst einen machen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt selbst einen kleinen Server programmieren. Wäre noch cool. Sonstige Webserver, die wichtig sind, Apache. Das ist das Urgestein und es läuft wahrscheinlich auf der vielleicht 50% aller Webseiten im Internet läuft Apache irgendwo. Moderner Nginx. Node kann selber eigentlich als Webserver fungieren. Gehen wir noch ein Beispiel durch. Gehen wir auf meine Seite. Sarge, CH, BAM. Wird auch ein HTTP-GET geschickt. Und Preview. Und es kommt ein Mischmasch zusammen. Das ist eine optimierte Seite, gemacht durch Gatsby JavaScript. Sprich, es ist eine statische Webseite. Es wird alles auf meinem Computer zusammengemischt und perfekt gemacht. Und dann kann ich es nur noch auf einem CDN herunterladen, welcher die Seite dann serviert. Also sprich, es ist alles statisch, nichts Dynamisches. Eine CDN ist Content Delivery Network, Edge Location, das sind so. Es gibt diese regionalen Caches und so weiter und Edge Locations, also das sind nicht unbedingt nur
dynamische Server, sondern wirklich nur statische Server. Aber sie können viel mehr näher zu den Usern pushen.